So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem kurzen, minimalen Tutorial. Aber als erstes erzähle ich euch erstmal, beziehungsweise einmal, warum ich kein Gameplay-Video jetzt machen kann. Und zwar ganz einfach, ich habe einfach jetzt null Zeit, ehrlich gesagt, jetzt noch ein Let's Play aufzunehmen oder irgendwas. Ich bin gerade voll im Stress. Ihr seht ja unten rechts an der Uhrzeit, 19.08 Uhr, ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Also ist das wiederum richtig kacke, weil Schule und alles, deswegen muss man auch viel machen. Ja, egal. Als nächstes werde ich vielleicht nochmal gucken, was ich für ein Spiel machen kann, aber das werden wir auch relativ bald erfahren, spätestens nächste Woche, denn wir haben jetzt einen geregelten Rhythmus, denn montags bin ich dran, dienstags ist der Toni dran, Mittwoch ist der Atze dran und Donnerstag ist das neue Mitglied Max dran. Die machen alle unterschiedliche Spiele, ist ja wohl logisch, aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht um das heutige Tutorial-Thema, weil viele Leute haben es wahrscheinlich richtig schwer, sich Mods zu installieren bei Minecraft. Und da bin ich im Internet auf ein super Programm gestoßen, ein super duper Programm, nee, nicht auf das hier, das habe ich schnell benutzt für ein Hintergrundbild, sondern auf das hier, auf den Crafting Terminal. Momentan die Version 4.2. Hier auch nochmal drunter, die einfachste Art Mods zu installieren. Das Ganze stimmt also tatsächlich, man kann easy peasy Mods installieren, wie man es hier sieht. Hier kann man zwischen den Versionen switchen. Ich zeig das jetzt gleich nochmal. Hier hat man halt so einen Chat, wo man mit Leuten schreiben kann, wie man will. Das ist aber auch das alte Design, glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher. Und jo, dann zeige ich euch das jetzt mal. Also, wenn ihr euch das runterladen wollt, ne, das ist ja jetzt Rille hier, da klickt ihr hier auf Crafting Terminal da herunterladen und dann werdet ihr das weitergeleitet und dann wird's runtergeladen, fertig, aus Ende. Ist ja auch kein Virus, das würde ich sehr wohl kaum machen. Dann bekommt ihr jetzt zwei Icons. Die ziehe ich jetzt mal hierher. Einmal diesen Crafting Terminal und einmal Join Our Server. Das Join Our Server, keine Ahnung. Das habe ich noch nicht benutzt, war für mich unwichtig, weil am wichtigsten ist der Craft Terminal, den wir jetzt mal aufmachen hier. Und das wird jetzt bestimmt kurz dauern. Wird das kurz dauern? Es wird kurz dauern. Da haben wir ihn auch schon. Na, aha. Hier ist der Craft Terminal, also allerdings auf der 4.2. Hier oben ist immer so eine komische Fratze, keine Ahnung, was sie zu bedeuten hat. Alles weiß man darüber natürlich auch noch nicht, denn hier gibt's halt nur Scheiße. So, dann gehen wir jetzt hier mal auf Version and Mods, weil das ist ja das Wichtigste. Das Programm an sich laggt normalerweise nicht, nur bei mir. ist halt manchmal bei mir so, keine Ahnung warum, ist einfach Rille. Ich müsste mal wieder meine Festplatte ein bisschen aufräumen, egal. Hier haben wir halt zum Beispiel die Shoutbox, das ist halt dieser Chat. Da sind gerade momentan 864 Spiele online, das wechselt immer. Und das könnte ich jetzt einfach mal schreiben, weil ich nicht weiß, ob die das verstehen. Welcome to the YouTube Video. Oder wie der Max das letztens geschrieben hat. Video. Nee, nicht rum. Video, so rum. Aber ist auch egal, welcome to the blablabla fucking Video. Ja, da wird man halt so reingefuckt hier, bekommt so eine komische Fratze als Skin. Aber ist auch Rille jetzt. Dann kann man halt in der zwischen den Versionen her switchen. Bloß ist halt das Problem, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt diese Version 1.8.8. Da sehen wir aber hier rechts schon. Für diese Minecraft-Version stehen keine Mods zur Verfügung. Das heißt, die sind schon lange, ich würde sagen, nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber die Mods scheinen ein ganzes Stück zu dauern, dass man die einfügen kann. Und einmal hier zum Beispiel bei der 1.8, da gibt es hier zum Beispiel, wie kann man das denn sagen, ja, zum Beispiel hier Voxel Map, ne, das kennt ihr ja, da ist oben rechts, Dingsbums in da, eine Karte, in Minecraft drin, wo man das hier so gucken kann und dann, wenn man das haben möchte, dann drückt man zum Beispiel hier drauf auf dieses Plus und dann tut er automatisch diesen Lightloader und Forge, alles was man braucht, da mit rein tun. Wir sind jetzt in 1.8. Das ist wunderschön. Dann könnte ich jetzt mal die Version ändern. Und es wird meistens ein Stück dauern. Ich weiß nicht, ob ich das da kurz abbreche. Also ihr seht jetzt hier Minecraft 1.8 herunterladen, bla 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 bla. Ich lasse es mal kurz so und ich melde mich gleich zurück, wenn das Video, wenn dieses, nicht dieses Video, sondern wenn die Dingsbums soweit fertig ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück zu diesem, Let's Play.
Ach, als Player bin ich bescheuert zu diesem Tutorial. Jetzt habe ich mich schon völlig durcheinander gebracht. Hier sind wir halt jetzt in Minecraft gleich drin. Bin gleich reingegangen. Da kommt dann noch so ein Feld hier, ja, bla bla, installiert. Da musst du dich halt einloggen. Und dann kannst du es halt spielen. Und dann hast du hier unten schon diese komischen Minecraft, MCP, bla bla bla. Da siehst du halt, dass das installiert ist. Das hier, das ist Lightloader, das hat nichts damit zu tun. Falls ihr jetzt fragt, das ist extra von mir installiert worden. Und das, um das jetzt zu testen, machen wir jetzt einfach mal. Gibt's denn mal für eine Welt, die wir mal testen können? Nehmen wir doch mal 1.9. Einfach nur so, damit ihr seht, dass es auch fertig installiert ist. Sorry. Mann, ich bin nämlich wie so ein richtiges Asi hier, ey. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Ja, also beim... Minecraft an sich leckt immer sehr. Deswegen nicht wundern. Also es leckt nicht sehr, aber bei der Aufnahme, blablabla. Hier sehen wir schon, hier Voxelmap Version 1.4.8 verwandelt, beziehungsweise verwaltet von... Memory Old Herul, blablabla, Übersetzung, blablabla, willkommen bei VoxelMap. Es gibt einige Funktionen und Befehle, die Ihnen zur Verfügung stehen. Z, Zoom, ein Aus, M, Optionen, X, voll, stecken, was, wie, hä, wie Zoom? Achso, man kann auf der Karte zoomen. Ja, okay, dann haben wir das halt so jetzt. Hier, warte mal, was war denn? M, da kommt man auch so direkt auf die Karte drauf. Da kann man sich auch Wegpunkte setzen, dass ich jetzt, aber da bin ich jetzt zu faul für, also es geht ja einfach nur jetzt darum, da kann man hier auch nochmal den Wegpunkt machen. Das musst du halt ja selber herausfinden, wie das jetzt direkt funktioniert. Und eigentlich, soweit ich weiß, konnte man auch jetzt irgendwie mit diesem, wie heißt es, mit irgendeiner Taste konnte man jetzt hier oben rechts auch das zu einem Viereck machen oder so. Keine Ahnung. Boah, gut. Versuch's doch mal zu einem Wegpunkt. Ah nee, neuer Wegpunkt, so rum. Den nenne ich jetzt einfach mal hier Tutorial. Der bleibt so aktiv, Farbe wählen. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir mal die Farbe. Ein knalliges Gelb. Und dann auf aktiv und dann auf fertig. Und dann ist das hier fertig. Und dann, wenn ich auf der Karte bin, dann ist das direkt hier markiert, wo ich stehe, hier. Tutorial. Und wenn man dann jetzt gefühlte 80 Kilometer entfernt ist, dann sieht man das halt und dann kann man da immer hinrushen, wenn man halt Probleme hat. Oder halt sich eine bestimmte Stelle markieren will. So. Ansonsten war's das von diesem kurzen Tutorial. Ihr müsst halt von Version zu Version gucken, wie ihr das macht. Sorry, dass ich gerade das Bild ausgeschalten habe. Das war mal wieder verpeilt von mir. Heute ist ein richtiger verpeilter Tag, keine Ahnung. Also, ansonsten müsst ihr halt von Version zu Version gucken, wie ihr das machen wollt. Und dann, ja, dann habt ihr halt Spaß dabei, wenn ihr das so gemacht habt wie ich. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder am Montag. Bis dahin habe ich dann ein Game, was ich Let's Play werde. Ich denke mal so in die Richtung vielleicht... Naja, egal, lasst euch einfach überraschen. Also, bis zum... nächsten Video von mir. Ich bin gespannt, was der Toni morgen bringt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und beziehungsweise euch weitergeholfen. Dann sehen wir uns zu einer wunderschönen neuer Eröffnung von einem Let's Play Video. Bis dahin, haut raus!